Merkel zum Einsatz für die Demokratie aufgefordert. Demokratie sei nicht einfach da, sondern für sie müsse miteinander gearbeitet werden, sagte Merkel heute beim offiziellen Festakt zum Tag der deutschen Einheit in Halle an der Saale. Manchmal, so fürchte sie, werde mit den demokratischen Errungenschaften etwas zu leichtfertig umgegangen. Für sie ist es ein ganz besonderer Tag. Angela Merkel hielt zum Tag der deutschen Einheit eine ihrer wohl letzten großen Reden als Regierungschefin. Sie rief die Bürger dazu auf, die Demokratie zu schützen. Wir erleben aber in dieser Zeit zusehends Angriffe auf so hohe Güter wie die Pressefreiheit. Wir erleben eine Öffentlichkeit, in der demagogisch mit Lügen und Desinformation Ressentiments und Hass geschürt werden, ohne Hemmung und ohne Scham. Nicht weniger als unser gesellschaftlicher Zusammenhalt steht deshalb auf dem Prüfstand. Der diesjährige Gastgeber, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff, nannte die deutsche Einheit eine Erfolgsgeschichte, mahnte aber auch: Es bestehen nach wie vor zum Teil große politische Unterschiede zwischen Ost und West. Das hat sich zuletzt im Wahlverhalten bei der Bundestagswahl gezeigt. Deshalb brauchen wir Projekte und Ideen, die die Menschen zusammenführen und die Nation einen. Die Feierlichkeiten begannen am Morgen mit einem ökumenischen Gottesdienst. Begleitet wird die Einheitsfeier von einer Ausstellung, auf der sich alle 16 Bundesländer präsentieren. Das traditionelle Bürgerfest fällt dagegen coronabedingt aus.